Heidiho Leute und dann alle herzlich willkommen hier zu einem neuen Part. The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Und 100% Run. So, wir sind jetzt hier in diesem einen Raum, um mir noch vielleicht die letzte Skulltool aus dem Tempel rauszuangeln. Dazu habe ich mal hier die schöne Dingspolka genommen. So, hier unten geht's weiter. Das ist ein kleines Geheimräumchen, ne? Das wollen wir uns auch mal anschauen. Ich denke mal zumindest, dass es hier weitergeht. Keine Ahnung. Nee, hier gibt's nichts. Oh, Link, du bewegst dich immer so langsam im Wasser. Das ist übelst träge. Es geht ja mal gar nicht. So, gucken wir mal, was es da oben gibt. Ah, eine Tür. Und wo führt sie hin? In einen Geheimraum. Oh. Mit einem Schlüssel. LOL! Ein kleiner Schlüssel ist einfach mal versteckt. Ja, warum denn nicht? Hallo? Na, warte. Entschuldigung, Leute. Da musste ich jetzt niesen. Oh, der blöde Stahlfrost, auf die reagiere ich nämlich allergisch. Oh, Entschuldigung. Hallo? Da haben wir einfach mal so einen Schlüssel in der Kiste gefunden. Mensch, das haben sie aber sehr tricky gemacht. Sehr, sehr, sehr tricky. Okay, auch nur wieder Rubine und eine Fee. Fee, komm her. Ey! Gibt's da echt viele Feen hier in diesem Tempel? Mann, ich hab's doch schon gehabt. Fee. Willkommen, ich hab dich doch gerade noch gesehen. Fee. Kuckuck. Denn nicht. So. Das nehmen wir natürlich auch immer wieder mal mit. Gucken wir mal, was gibt's sonst noch? Nix. 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 Okay, dann wieder zurück. Ich hätte mich da auch ranziehen können, sehe ich gerade. Plopp. Ob ins tiefe Nass. Mensch, der arme Link, der ist ja schon total durchnässt. Der hat bestimmt schon eine Grippe oder sowas. Huch. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Schau mal, wo es hier lang geht. Irgendwo muss ja dieses Skulltula sein. Diese extra Räume sind ja meistens immer für Skulltula. Du Scheiße. Okay, da kommen jetzt hier unsere Feuerpfeile wieder zum Einsatz, die ich mir schon erschiedet habe. Willkommen. Hallo. Oh, warum funktionieren die nie, wenn ich das möchte? Okay, wir nehmen dann einfach mal hier Dienstfeuer-Inferno. Vielleicht klappt es ja damit. Na, du machst hin, ihr blöden Wasserfontänen. Nein. Das hat ja jetzt nicht so funktioniert. Scheiße. Ach, ich sollte ein bisschen lernen, die Kamera mitgehen zu lassen. Muss ich mich jetzt wieder hochziehen? Geht doch. Wollte gerade sagen, das macht er doch bestimmt hier wieder nicht. Oh, na komm. Na komm. So, Kamera justieren. Schaffe ich das vielleicht auch mit einem Sprung? Ja, natürlich nicht. War ja klar. Ich glaube mal, ich muss mich da in die Mitte stellen. Ja, guck dir nicht immer den blöden, das blöde Ding an. Nee, das mach's gleich mit dir, Link. So, justieren. Okay, hier, versuchen wir es mal. Vielleicht klappt's ja. Natürlich nicht. Es will aber auch nie so, wie ich das möchte. Es ist immer so klar. Lass uns hier nach oben ziehen. Die hat es natürlich erwischt. Kann ich aber auch so mit dem... Ja, welche hat es denn nicht erwischt? Da hinten? Ah, verdammt! Ich glaube, ich mache jetzt erstmal die hier an. Weil die hier am blödsten zu machen sind. Hallo! Ja, warum funktioniert denn das nicht? Ah, die ist jetzt an. Die will nicht.
Sollte mich vielleicht beeilen. So, und jetzt schnell. Hallo. Verdammt. Ich habe bald keine Energie mehr. Kacke. Machen wir es so. Welche hat es nicht getroffen? Die hintere. Ja, komm. Dann machen wir jetzt in der Mitte das Feuer entfernen und schalten die hintere manuell frei. Das Feuer Inferno! Geht doch! Na toll, die kann ich aus von so weit Entfernung kann ich die öffnen. Treffen und anfackeln, aber die anderen, da muss ich. Ah, naja. Das blöde Spiel trollt mich mal wieder. Wie immer. So. Wo zum Geil bin ich denn jetzt gelandet? Ach, Scheiße. So viele Dodongos. Wo kommen die denn her? Die sind doch normalerweise im Feuerbereich. Ja, wir haben hier unser cooles Schwert. Da sind sie mit einem Schlag down. Das vielleicht auch mit einem Enterhaken? Ah, da sind sie nur betäubt. Ich schmeiß, glaube ich, mal ein paar Bomben runter, weil ich will es nicht unbedingt. Oder weil ich es einfach mit so Pfeilen mache? Nee, das dauert mir. Ha! Ich brenne! Ich brenne! Verdammt! Woher kommt denn jetzt das Feuer? Du? Na, warte. Das ist meine Bombe. Oh, stopp! Wupp. Wuppa, Gandalf-Style. Lalalalala. Sag mal, sterben die nicht beide mal? Ah, jetzt sind schon ein paar tot. Ja, nimm sie mit. Nicht ablegen. Okay, ich glaube, ein, zwei sind noch da. Dreie. Hat er die gerade hier fressen? Die frisst die? Ja, nimm die. Die fressen die, das ist ja lol. Autsch. Ah, ich musste die sogar töten. Lol, die fressen die Bomben. Okay, das schaffe ich nicht. Also kann ich das Ding kaputt machen? Hallo. Machen wir es halt so. Oder auch nicht. So. Ich hoffe, es geht doch kaputt. Na, geht doch. Natürlich nur wieder ein Rubin. Muss jetzt hier irgendwo wieder raus. Ich will runter, bitte. So, gucken wir uns hier mal um. Sind ja alle Dodongos weg. Kaputt. Ups. Huch. Nochmal Bomben, schön. Wo geht's denn hier weiter? Ach, hier. Ja, das soll ich doch mal sehen, oder was? Lalalalalala. So, hier geht's weiter, Leute. Ach, jetzt bin ich hier. Hier ist auch die Skulltula, wie ich höre. Nur wo? Irgendwo hier drunter? Ja, da hinten ist sie. Komisch, dass man so eine Räume hier alles nur für eine Skulltula macht. Aber naja, du weißt ja, wie es ist. 100%, ne? Komme ich hier auch wieder raus? Natürlich nicht. Müssen wir wieder zurücklaufen. Ich wollte sagen, sind die blöden Viecher jetzt eigentlich wieder da? Gott sei Dank nicht. Das wäre dämlich geworden. Ups. Ups. Einmal wieder raus, bitte.
Oh, sehr schön. Noch ein paar Pfeile mitgenommen. Könnt ihr auch mal wieder ausrüsten, die Pfeile. Die Bomben sind mir da ein bisschen zu gefährlich. Immer wenn ich irgendeinen Knopf drücke, ne, das passiert dann öfter mal, dass dann irgendwas kommt. Möchten wir noch hinten gucken? Nein, 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 nein. Link, was machst denn du? Nee, da oben komme ich nicht rein. Gut, dann können wir ja wieder abhauen, dann war's das. Jetzt müsst ihr auch alle Räume abgesucht haben. Na, nun komm. Ach, Link, ey. Oh, und ich sehe auch gerade, ich sehe ein bisschen mau aus mit der Energie, aber wir haben alle Räume abgesucht. Gut, dann können wir uns jetzt dem Endboss widmen. Und dann habe ich diesen scheiß Tempel geschafft. Aber ich muss echt sagen, ich finde, ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt. Also ich finde den echt humaner als den von normal Ocarina of Time. Also, muss ich echt mal sagen. Es sind sehr wenig Gegner hier in dem Tempel. Und es ist auch irgendwie alles vereinfacht worden, habe ich das Gefühl. Mit den Rätseln jetzt zumindest. Gut, man muss, wie gesagt, ein bisschen aufmerksamer sein bei allem, aber dass man halt dann die kleinen Fackeln, die da an der Wand hängen, entdeckt. Aber was soll's? Also so schlimm fand ich das jetzt auch nicht. Ich habe die eigentlich jedes Mal gefunden. So, dann haben wir es auch schon geschafft. Hinter uns ist der Endbossraum. Genau da. Da müssen wir jetzt hin. So. Kann ich mir hier noch was holen? Ah, nochmal Magie. Ich glaube, hier war eine Fee drin. Oder ist hier eine Fee drin? Ja, komm her. Fee, Fee. Ja, wo kommt die denn jetzt? Wieso müsste die immer in der Wand verschwinden? Ach, gut, hat die geklappt. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn schaffen? Da hinten ist ein Schalter, sehe ich gerade. Werden die denn verlangsamt? Ja, und jetzt? Ach so! Ja, seht ihr, das ist auch schon wieder vereinfacht. Normalerweise muss man sich hier... Na gut, die sind auch normalerweise ein bisschen langsam, aber normalerweise muss man sich hier hochkämpfen. Das habe ich irgendwie auch mal nie geschafft. Aber gut. Wenn sie das jetzt so einfach haben wollen, bitteschön. Ah, der Endboss. Link, Vorsicht! Das hier sieht nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Irgendwas lauert hier. Hast du das gerade, Navi? Es sieht wirklich nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Okay, was beobachtet uns da? Oh, sieht das geil aus in dem Texture Pack. Das sieht schon cool aus, Leute. Das müsst ihr echt, muss ich echt sagen. Ah, das Wasser sieht ein bisschen eklig aus. Es hat so einen leicht lila Touch. Das ist schon ein bisschen ekelhaft. Okay, und wie funktioniert das jetzt? Oh. Ihh, was bist du denn? Aquamöbis, Wassertentakel, Morpha. Ekelhaft. Ich glaube, ich mache mich mal hier wieder runter. So, komm her, Schnuppiputz. Eigentlich gar nicht schwer, der Endboss. Komm her. Und einmal mit dem Schwert drauf. Und dadurch, dass wir das Bigoron-Schwert haben, dürfte es eigentlich auch gar nicht so lange dauern. Kann ich wieder raus? Nee, natürlich nicht. Wo ist er denn jetzt? Ach, hier vorne. Oh, da sollte ich mich mal schnell ein bisschen aus dem Staube machen. Komm her! Ach, das ist eigentlich doch recht popelig, der Endboss. Für so einen nervigen Tempel. Da ist er. Da ist er. Ich sehe dich. Hier erreichst du mich aber nicht. Nein. Komm her. So. Haben wir ihn wieder erwischt. Irgendwann fängt er dann an, zwei Tentakel zu machen, glaube ich. Ich glaube, jetzt hat er das angefangen. Wo steht denn der zweite? Ach, da hinten. So, nicht erwischen lassen. Jetzt zum Beispiel. Na komm her. So, ich glaube, es kann nicht mehr lange dauern. Dann haben wir den down. Lo, ich trinke mal währenddessen Kaffee, war. Morpha? Hast du was dagegen? Wo ist er denn? Morpha? Ach, hier vorne.
Komm mal her. Wäsch mal hier mit dir kuscheln, oder auch nicht? Tja, das war's schon, Leute. Ja, sehr unspektakulär, finde ich, für so einen nervigen Tempel. Aber sollt wohl nicht meckern, ne? Wir nehmen das natürlich auch gern geschenkt. Und da verschwindet das eklige Wasser. Ja, da fragt sich jetzt, war jetzt diese komische Amöbe das Wasser, der Endboss oder das Wasser an sich? Ist es vielleicht durch das Wasser böse geworden? Vielleicht war es einfach nur irgendein Bakterium, aber egal. Soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Ich möchte nur mein Herzteil haben. Wo ist denn das? Ich glaube, es war hier auch oben irgendwo. Herzteil! Ist mir schon oft passiert, dass ich das mal vergessen habe. Hä? Nee, hier war es nie. Ach, da hinten! Ja, wenn man hier nämlich 30.000 Mal drumherum laufen muss, bevor man es bekommt. Ach, hier. Sehr schön! Ein Herzcontainer! Die Energieleiste erweitert sich um ein Herz und Energie wird aufgefüllt. Geil! Und ab zum Weisen. Wer wird wohl der Weise, das Weise, die Weise sein? Ich weiß es nicht. Ja doch, ich weiß es schon, aber lassen wir uns trotzdem mal überraschen, für die, die es nicht wissen. Und damit sind wir in der Halle der Weisen, wie immer nach einem Bosskampf. Und wir kriegen unser drittes viertes sogar schon mit dem Lichtamulett. Oh, welche Überraschung! Das Alien ist die Weise. Prinzessin Ruto. Link. Ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Zoras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Als mein Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. naja, das würde ich gern, aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Arschloch. Du dreckiges Schüft. Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du? Du suchst nach Prinzessin Zelda, nicht wahr? Diese blöde Schlampe. Gib es zu, du kannst es nicht von mir verheimlichen. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben, ich spüre es. Aber nicht mehr lange, bis ich sie in die Finger kriege. Also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Yay, unser viertes Amulett. Damit das Licht, das Wald, das Feuer und das Wasseramulett. Coole Sache. Das Amulett des Wassers. Ruto gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihr ihre Kraft. Wenn du Sheik triffst, dann geh ihm von mir, okay? Ja, mach ich. Der verfolgt uns ja eh immer, also früher oder später wird er wieder auftauchen. Oh, der Hylia-See. Ist jetzt wieder alles normal? Das Wasser steigt! Das geht aber schnell. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Link, du hast es geschafft. Seht ihr, da ist er doch schon, wenn man vom Teufel spricht. Und da sind wir. Wo ist der Klein, der Sheik? Ruto wollte sich bei mir bedanken. Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden wiederbringen. Schau, Link. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe das allein gemacht, aber okay. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Oh, ist das schön. Ne, der haut doch gleich wieder ab. Ich wusste es doch. Weg ist er. Naja, das ist ja sein Hobby, schnell zu verschwinden. Da oben ist er doch. Was macht er da oben? Wie kommt er da hoch? Hat er auch einen Enterhaken wie wir? Und flupp. Tja, würde ich sagen, eine 8,9 in der B-Note. Das war schon ein ganz guter Körper, aber es hat doch ziemlich gespritzt.
Da muss man was abziehen. Okay, die Feuerpfeile haben wir ja schon. Jetzt könnte man sie sich ganz einfach holen, indem man jetzt einfach in die Morgensonne schießt hier. Steht hier übrigens auch, wenn das Licht, wenn das Wasser den See ausfüllt, ziele auf die Morgensonne. Genau. Und hier kann man da ganz einfach runter, rüber schwimmen auf diese Plattform. Da erscheinen dann nämlich die Feuerpfeile. Ja, das habe ich alles schon gemacht, nämlich mit Hilfe der schönen Vogelscheuche. Und ich sehe gerade, der Part ist ja schon zu Ende. Jo, Leute, wir haben den Wassertempel hinter uns gebracht, Gott sei Dank. Und ehrlich gesagt, so schlimm fand ich ihn gar nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt. Schreibt doch mal ein kleines Feedback, wie ihr den Tempel so fandet. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich dann irgendwas mache, was ich noch nicht weiß. Also dann, Leute, macht's gut. Ciao.